9 Jahre später sehen Sie hier einen bunten Mischbestand. Das ist also ein üppiges Wachstum, was hier festgestellt werden kann. Lügt der Chef des Nationalparks Harz, lügt Andreas Busch? Da kann man sich jetzt drüber streiten. Aber meine persönliche Meinung ist, die erste große Lüge, das ist diese Broschüre, die man im Nationalpark Harz neuerdings überall nachgeschmissen bekommt. Baustelle Natur, hier baut die Natur die neue Wildnis. Ich lese Ihnen mal vor, was da drin steht. Getreu dem Nationalpark-Motto Natur Natur sein lassen, darf sich die Natur in großen Teilen des Nationalparks frei entwickeln. Natur Natur sein lassen. Jetzt entdeckt man dieses Motto auf einmal. Jetzt, nach dem Sturm Friederike und nach den beiden heißen Sommern danach, denn seitdem wird man dem Borkenkäfer nicht mehr her. Davor aber hat man den Borkenkäfer bekämpft, bis aufs Messer bekämpft. Und ich zeige Ihnen mal dieses Überfliegungsbild von Google Maps. Das zeigt einen Ausschnitt aus dem Nationalpark Harz. Sie sehen links die Eckertalsperre und oben rechts sehen Sie Ilsenburg. Und Sie sehen auch ganz viele hellgrüne Flächen. Und das sind nicht etwa Äcker oder so oder Wiesen, das sind Kahlschläge. Da hat man die Fichtenwälder kahlgeschlagen, um den Borkenkäfer zu bekämpfen. Ein riesiger Flickenteppich von großen, großen Kahlschlägen. Von wegen Natur, Natur sein lassen. Man hat den Borkenkäfer bekämpft, und zwar mit großen Kahlschlägen. Und einer der größten Kahlschläge, den finden Sie unten in der Mitte. Der ist über 20 Hektar groß. Das ist der Kahlschlag an der Bremer Hütte am Meinekenberg. 20 Hektar Kahlschlag. Und zwar hat man das gemacht nach dem Sturm Kyrill. Und es war der erste Kahlschlag, auf den ich gestoßen bin, weil es liegt an einem ganz häufig gegangenen Wanderweg, für den auch viel Werbung gemacht wird, am Heinrich-Heine-Weg. An der Bremer Hütte, da kommen täglich am Wochenende hunderte von Leuten vorbei. Ist ein ganz häufig begangener Weg und ich bin den auch gegangen und ich kam da vorbei, das war 2014, also vor 6 Jahren war ich zum ersten Mal da und ich dachte, um Gottes Willen, was hat man denn hier gemacht? Wir haben hier eine Situation an der sogenannten Bremer Hütte, wo wir aus Gründen der Borkenkäferbekämpfung vorübergehend eine Freiflächensituation hatten. Und jetzt, im Jahr 2020, da stoße ich auf einmal zufällig auf einen Vortrag von Andreas Busch, dem Nationalparkleiter, über den Nationalpark Harz. Und ich gucke mir das so an und denke mir nichts dabei und denke mir, ach, der redet, oh mein Gott. Naja, gut. Und, aber am Schluss, da ist mir dann die Kinnlade runtergefallen, denn da redet Busch über diesen Kahlschlag am Meinekenberg an der Bremer Hütte. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Was erzählt der denn da über diesen Kahlschlag, den ich nun wirklich sehr gut kenne und mit vielen, vielen Bildern dokumentiert habe und Videos habe ich auch noch gedreht. Naja, und gucken Sie sich mal an, was der Busch über diesen Kahlschlag zu erzählen weiß. Ja, und dann ganz wichtig, jetzt kommen wir wieder zum eigentlichen Thema zurück, Fotodokumentation. Das hilft uns selbst auch nicht nur einzusteigen in die Details der Waldverjüngung, sondern auch mal einen optischen Eindruck festzuhalten, wie sich das entwickelt. Und ich glaube, da wird sehr schnell klar, dass es sich bei der Entwicklung, die wir jetzt gerade beobachten, nicht um Totenwald handelt. Wir haben hier eine Situation an der sogenannten Bremer Hütte, wo wir aus Gründen der Borkenkäferbekämpfung vorübergehend eine Freiflächensituation hatten.
Ich habe vorhin gesagt, wir lassen den Käfer laufen bei uns. Das gibt ein paar Ausnahmen. In der Kernzone trifft das uneingeschränkt zu. An der Außengrenze bekämpfen wir den Käfer noch, um die anliegenden Wirtschaftswälder zu schützen. Und insofern mussten hier die Bäume alle abgesägt werden. Das heißt, das war eine Fläche, die 2009 so aussah, wie Sie das hier erkennen können. Von gleicher Stelle fotografiert, 9 Jahre später sehen Sie hier einen bunten Mischbestand. Hier ist aus dem Fichtenreihenbestand des Vorbestandes eine Mischung geworden aus Buchen, die wir da hingepflanzt haben. Birken und Ebereschen, die sind von alleine gekommen, Weiden auch. Fichte hat sich auch noch rein verjüngt, ist aber kein Problem. Ich habe ja gesagt, da muss in der nächsten Waldgeneration die stärkere Baumart sich eben durchsetzen und einigen anderen Baumarten. Das ist also ein üppiges Wachstum, was hier festgestellt werden kann. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Er zeigt zwar auf 2 Fotos, aber die werden im Film nicht eingeblendet. Das ist komisch. Sonst werden die Fotos immer eingeblendet. Man findet die beiden Fotos auf der Webseite des Nationalparks. Und hier ist das erste Foto. Das zeigt, wie gesagt, den Kahlschlag 2009. Interessanterweise wird dieses Foto nur ganz wenige Sekunden offenbar bei dem Vortrag eingeblendet. Er erzählt viel, viel mehr über das zweite Foto und das gucken Sie sich jetzt hier bitte auch nochmal an. Also das zweite Foto aus dem Jahr 2018. Naja, und das zweite Foto, das sieht ja auch gar nicht mal so schlecht aus. Wenn man zynisch wäre, würde man sagen, ach, ist ja alles schön grün da drauf, ne? Oh, sieht doch gut, ist ein schöner Wald. Ja, und Pusch nutzt das aus, dass man das von Weitem nicht so genau sehen kann und behauptet dann, wir haben hier einen bunten Mischbestand und ganz viele Baumarten zählt er dann da auf, nicht? Also die Vogelbeere, die Birke und was er da nicht alles hat. Ja, wenn man von Weitem guckt, wenn man sich die Sache aus der Nähe anschaut, wenn man also auf den Kahlschlag geht, und das geht, man kann da einen Forstweg, einen gut ausgebauten Forstweg, mitten auf den Kahlschlag gehen, dann sieht das so aus wie auf diesem Foto. Nicht? Sie sehen hier Wiesen, wirklich Wiesen, Graswiesen. Und dann sind da natürlich Bäume, so paar Bäume kann man da erkennen und das sind vor allen Dingen Buchen, verbissene Buchen, da sage ich gleich noch was zu und vereinzelt auch Birke. Also ein dichter, schöner, geschlossener Wald sieht anders aus. Es ist ganz viel Gras zu sehen, ganz viele freie Flächen, auf denen gar nichts wächst. Und das zeige ich Ihnen nochmal hier auf diesem zweiten Foto. Das ist, wie Sie sehen können, der Waldrand. Die Fichten sind stehen geblieben, mittlerweile alle abgestorben. Der Borkenkäfer hat die sich alle geholt. Diese Bekämpfung war völlig sinnlos. Der Borkenkäfer hat sich da durchgesetzt. Und Sie sehen wieder ganz viel Wiesen, ganz viel Gras. Das ist das Reitgras, ein sehr hohes Gras. Und vereinzelt Bäumchen. Das Problem bei den Buchen, die da gepflanzt worden sind, ist, die sind alle verbissen. Und das zeige ich Ihnen jetzt in einem kurzen Video. Ja, hier haben wir eine ganz sonderbare Form des Krüppelwuchses. Also ich nenne das Säulenwuchs, weil das so aussieht wie so ein säulenförmig beschnittener Baum. Die Seitentriebe sind immer wieder abgebissen worden und sie bleiben ziemlich kurz. Hier sieht man, dass die Knospe abgebissen worden ist und dann versucht er hier weiter zu wachsen. Also hier ist was ganz Dramatisches passiert. Man sieht wieder, die Terminalknospe ist offensichtlich abgebissen worden da oben. Und dann bilden sich ganz viele Seitenzweige, die versuchen jetzt nach oben zu wachsen und nach oben zu kommen. Das Problem, was hier noch gibt,
ist diese Rinde hier. Die ist eine Lieblingsspeise von den Hirschen und die fressen ganz gerne die Rinde ab. Also dieser Baum, obwohl er schon ziemlich hoch ist, ist noch lange nicht gerettet, weil diese Rinde dann abgerissen wird und abgeschält wird. Und dann stirbt der Baum also auch noch viel später. Außerdem kräftige, erwachsene Hirsche brechen solche Bäume regelrecht ab und nagen dann oben die nahrhaften Knospen ab. Also auch diese Form der Buche, die ist noch lange nicht gerettet. Wenn Sie bei diesem Video, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, mal auf den Hintergrund geachtet haben, dann wird Ihnen aufgefallen sein, da ist tatsächlich ein, so sieht es zumindest so aus, ein ziemlich dichter Wald. Da hat die Verjüngung geklappt. Da sind keine Graswüsten entstanden. Da haben wir also so einen geschlossenen Wald. Aber es sind nur Birken. Also von Artenvielfalt ist da nun wirklich nicht viel, weil, wieder das Problem, die Hirsche beißen die anderen Arten, also zum Beispiel die Vogelbeeren, weg. Ja, die Vogelbeeren haben da keine Chance. Es sei denn, man zäunt die Fläche ein. Und da zeige ich Ihnen auch noch ein kurzes Video von einer Fläche auf diesem Kahlschlag. Da ist ein großer Zaun gebaut worden, ein stabiler Zaun, den die Hirsche nicht kaputt machen können. Und dahinter, da hat man tatsächlich den Wald, von dem also der Pusch da spricht. Da hat man, ich zitiere nochmal, ein üppiges Wachstum und viele Baumarten. Und da hat man also einen bunten Mischbestand. In der Tat. Schauen Sie sich das Video bitte mal an. Man hat hier tatsächlich große, hohe Birken, die hinter dem Zaun gewachsen sind. Und man hat auch die Vogelbeere. Die Vogelbeere ist im Herbst besonders gut zu erkennen an ihren roten Früchten. Zum Schluss komme ich nochmal auf die Ausgangsfrage zurück. Lügt Nationalparkleiter Pusch? Die einen werden sagen, ja, sicher, der lügt. Lügt wie gedruckt. Das stimmt doch alles nicht. Das ist doch kein üppiges Wachstum. Das ist doch kein bunter Mischbestand. Ja? Das ist vor allem Gras. Da sind Birken. Ja, Birken wachsen auf jedem Kahlschlag. Da braucht man sich nun nicht besonders für zu rühmen. Das passiert auch in Flächen, die nicht Nationalpark sind. Das ist also gar nichts Besonderes. Und also bunter Mischbestand, das sieht nun wirklich anders aus. Und auch üppiges Wachstum sieht anders aus. Die anderen werden sagen, haha, lügen tut er ja gar nicht. Es gibt ja diesen bunten Mischbestand, es gibt ja dieses üppige Wachstum. Es gibt ja diese Wald, von dem Pusch redet, den gibt es ja hinter Zaun. Ja, wenn ich das eingezäunt habe, dann habe ich doch meinen bunten Wald. Also, was regst du dich auf? Erzählt doch die Wahrheit.